Und darüber will ich sprechen, über diese Entscheidung aus Karlsruhe. Zugeschaltet ist mir nun Dirk Wiese, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion. Guten Tag, Herr Wiese. Ich grüße Sie. Hallo. Die politische Debatte ist jetzt bereits in vollem Gange nach diesem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Herr Wiese, welches Signal geht für Sie von diesem Karlsruher Urteilsspruch aus? Das heutige Urteil aus Karlsruhe ist sehr wichtig, weil es macht eins deutlich: Diese Demokratie ist wehrhaft gegen die Feinde der Demokratie. Und von daher war es ein wichtiges Signal, dass Karlsruhe gesagt hat, die NPD bzw. ihre Nachfolgepartei Die Heimat kann man von der Parteienfinanzierung ausschließen. Und nochmal, es zeigt, die Demokratie ist wehrhaft gegen ihre Feinde. Aber jetzt gibt es ja auch aus allen politischen Lagern bereits erste Rufe, das können wir auch auf die AfD anwenden. Verfassungsrechtler warnen davor. Wie sehen Sie die Situation? Wäre das tatsächlich eine Möglichkeit, um der AfD Einhalt zu gebieten? Das kann man nicht eins zu eins vergleichen, und es ist gut, dass alle jetzt in Ruhe die Begründung des Urteils auswerten, weil ja auch Ende Februar ein sehr wichtiges Urteil ansteht vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster, wo die Frage geklärt werden wird, ob die AfD im gesamten Bundesgebiet als Verdachtsfall eingestuft werden darf. Ich möchte daran erinnern, die AfD ist in Sachsen, Thüringen und Brandenburg nachgewiesen rechtsextremistisch. Aber dort geht es um eine Entscheidung um das gesamte Bundesgebiet, die sehr wichtig sein wird. Aber sind wir auch ehrlich? Der gesamte braune Sumpf, der sich in Potsdam getroffen hat, in der Nähe, wo damals die Wannsee-Konferenz stattgefunden hat, der sich dort getroffen hat, Mitglieder der AfD, andere rechtsextreme Kreise, identitäre Bewegung, junge Alternative, das ist letztendlich genau dieser rechtsextremistische Sumpf, der ein anderes Deutschland will, der eine einheitliche Volksgemeinschaft will. Und hier hat Karlsruhe heute ganz klar gesagt, wer solche Ziele verfolgt, der steht nicht auf dem Boden des Grundgesetzes. Und diese Deportationspläne, die da besprochen worden sind, unter Billigung von AfD-Leuten. Das sind wichtige Hinweise darauf, auf zukünftige, möglicherweise anstehende Verfahren. Aber nochmal, es ist gut und richtig, erst einmal heute die Begründung in Ruhe zu lesen. Ist aber nicht das große Problem, dass die Judikative jetzt mit Deutschlands höchstem Gericht natürlich entschieden hat? Aber jetzt muss man die AfD prüfen. Das wird Jahre dauern. Aber wir schauen auf die Aktualität. Die AfD weiter stark. Gut, jetzt hat sie vielleicht 1,5% in einer aktuellen Umfrage verloren. Aber auch die Ampelparteien und die Union, also die etablierten Parteien, sie profitieren davon nicht. Also es ist doch ein Prozess. Wir sprechen jetzt über die Europawahl im Juni. Wir sprechen über die drei Landtagswahlen im Herbst in Deutschland, also in Thüringen, in Sachsen und in Brandenburg. Und da ist die AfD sehr stark. Es muss doch eigentlich dann schneller gehen, wenn man tatsächlich diesen braunen Sumpf trockenlegen will. Ich gebe Ihnen erstens völlig recht, dass diese Verfahren nicht von heute auf morgen entschieden werden, sondern sie dauern schätzungsweise 3 bis 5 Jahre. Und das muss man auch immer wieder deutlich machen. Zweitens, wir haben sicherlich auch als Ampelkoalition einiges an Hausaufgaben zu machen bei der derzeitigen Unzufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger. Und lassen Sie mich das sagen, mich ärgert das am meisten. Und drittens, ich scheue die politische Auseinandersetzung mit der AfD nicht. Die Vorschläge von Alice Weidel, die jetzt vorgeschlagen hat, dass Deutschland aus der Europäischen Union aussteigen soll, den sogenannten Dexit, das ist etwas, das würde dem Wirtschaftsstandort und der Bundesrepublik massiv schaden. Ich kann nur anraten, Alice Weidel, nachdem sie diesen Vorschlag gemacht hat, dass sie sich umbenennt, nicht mehr in Alternative für Deutschland, sondern Arbeitslosigkeit für Deutschland. Das wären die Folgen der realen Politik der AfD. Aber ich habe es ja eben angesprochen, auch jetzt nach diesen, muss man sagen, sehr bemerkenswerten Protesten gegen rechts in Deutschland hat die AfD zwar 1,5% verloren, aber weder SPD, Grüne noch FDP noch die Union konnten profitieren. Wer profitieren konnten, war wieder eine Partei am Rande, das ist das Bündnis Sarah Wagenknecht. Sehen Sie denn tatsächlich die Gefahr, dass Deutschland wieder auf dem Weg ist, dass wir Weimarer Verhältnisse bekommen, dass manche Parteien nicht miteinander zusammenarbeiten wollen, dass dadurch dann die Extremisten weiter gestärkt werden? Man muss das schon sehr ernst nehmen, aber für mich ist es ein wirklich ermutigendes Zeichen, was wir am Wochenende in der ganzen Republik gesehen haben, von Kiel bis München, von Frankfurt an der Oder bis Köln, wie viele Menschen auf die Straße gegangen sind, die deutlich gemacht haben, wir wollen die Politik der AfD nicht, wir wollen die AfD nicht in irgendeiner Regierungsverantwortung. Und ja, das zahlt sich in Umfragen heute nicht aus, aber das ist für mich ehrlicherweise heute zweitrangig. Ich habe mich sehr darüber gefreut, wie viele Menschen rausgegangen sind auf die Straße, demonstriert haben in einer Art und Weise, wie wir es lange nicht gesehen haben. Und das ist ein sehr, sehr ermutigendes Zeichen für unsere Demokratie in unserem Land.
Herr Wiese, ich danke Ihnen für dieses Gespräch und dann werden wir mal schauen, wie sich das weiterentwickeln wird. Das politische Klima, es ist in Deutschland aufgeheizt, so viel steht fest, aber Sie stellen sich, das finde ich gut. Danke Ihnen für das Gespräch und bis bald. Sehr gerne, Wiedersehen.